draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich grüße euch und ja, ich habe heute ein bisschen was für euch dabei. Ich habe wieder ein bisschen was geshoppt und das wollte ich euch zeigen. Und ja, erstmal ein paar Sachen vorab. Ich grüße erstmal die ganzen neuen Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind. Und ich freue mich, dass ihr mich abonniert habt und dass euch meine Videos gefallen. Und ja, es sind vielleicht nicht viele, aber ich freue mich über jeden, der mich abonniert und der mich gerne gucken möchte. Und ja, das gibt mir die Motivation, weiterzumachen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich noch ganz, ganz lange in YouTube vertreten sein werde. Und ja, dass ich nie Lust daran verliere, Videos zu machen, auch wenn im Moment nicht so viele Videos kommen. Das hat aber damit zu tun, dass wir momentan im Umzugsstress sind. Und ja, das ist manchmal echt blöd, da irgendwo noch eine Minute zu finden, um einfach mal ein Video zu drehen, weil ihr seht es nur, aber es ist dann doch ganz schön aufwendig. Alles aufstellen, Kamera, Belichtung, pipapo, das ist halt mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber für euch mache ich das gerne. Und an dieser Stelle grüße ich auch mal ganz lieb die Jessie von der YouTube-Familie. Es ist echt schade, dass sie keine Videos mehr macht, weil sie war meine Inspiration. Sie war der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe, Videos zu machen. Und ich habe es jetzt nur gehört, Gerüchten zufolge soll sie nicht mehr auf YouTube vertreten sein. Sie soll wirklich keine Videos mehr machen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz doll schade. Und ich hoffe ja, dass sie wiederkommt, aber das ist ihre Entscheidung. Und sie hat ja auch so viele Abonnenten und es war, glaube ich, ich finde sowieso, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn man so intensiv in dieser YouTube-Welt integriert ist und ja, das mit dem Privaten so ein bisschen in Einklang zu bringen, finde ich persönlich selber schon etwas schwierig. Für sie muss es dann wahrscheinlich doch noch schwieriger gewesen sein, weil es wurde ja wirklich alles kritisiert und klar, man sagt natürlich auch, man soll nicht alles so an sich ranlassen, aber ich denke schon, dass es vielleicht sehr schwierig war und ich möchte jetzt auch gar keine Mutmaßung anstellen. Ich finde es trotzdem eine sehr, sehr starke Entscheidung, ja, einfach diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich höre jetzt auf, meine Zeit ist gekommen und ja, ich respektiere ihre Entscheidung und ich ziehe meinen Hut vor dir, Jessie, wirklich, also da mal hinzukommen, oh Gott, ja, das erstmal vorab, das war mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen und wir fangen jetzt natürlich an, weil wie gesagt, ich habe etwas, ein bisschen habe ich was gekauft und ja, eine Sache, die halt aufgebraucht war, die ich nachgekauft habe. Und wir fangen an. Und zwar habe ich nie und nimmer, ich habe wirklich niemals Gesichtswasser benutzt, weil ich gedacht habe, ey, Wasser kommt aus dem Hahn, kann ich auch nehmen. Wozu soll das gut sein? Aber ich muss sagen, ich benutze es jetzt immer, ich benutze es ständig, bei jeder Reinigung. Da ich noch kein anderes Gesichtswasser benutzt habe, bin ich davon jetzt eigentlich relativ überzeugt. Ich bin damit zufrieden. Und zwar habe ich das aus dem Edeka, glaube ich. Ich meine zu glauben, dass ich das aus dem Edeka habe. Und zwar ist das die Marke von Shizara. Gesichtswasser, Kamillenextrakt, klärt und beruhigt die Haut. Mit Allantoin und Provitamin B5. Ohne Alkohol. Und es ist echt ganz cool. Also man trägt es auf dem Wattepad auf und reinigt damit so sein Gesicht. Und man fühlt sich hinterher wirklich frischer, sauberer. Also als wären wirklich die Poren etwas gereinigter. Und
Ich möchte es nicht vermissen. Also ich werde nochmal andere durchprobieren, aber das ist eigentlich relativ gut. Und ich finde, das hilft auch recht gut gegen Pickel. Und zwar steht hinten drauf, Shizara Face Gesichtswasser klärt und beruhigt die Haut nach der täglichen Reinigung. Wirkweise. Das milde Gesichtswasser entfernt Make-up-Reste und letzte Verschmutzung. Die Formulierung mit Kamillenextrakt Allantoin pro Vitamin B5 beruhigt die Haut und wirkt einem Feuchtigkeitsverlust entgegen. Effekt. Die Haut wird perfekt gereinigt und erhält einen klaren, strahlenden Ton. Anwendung täglich morgens und abends nach der Reinigung mit Shizara Face Reinigungsmilch. Das Gesichtswasser mit einem Wattepad aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Pflegetipp. Nicht wundern, dass es hier ein bisschen lauter war, aber mein Freund läuft hier gerade durch die Gegend. Verwenden Sie anschließend die Shizara Face Gesichtspflegeprodukte, wie zum Beispiel Shizara Face Tages- und Nachtcreme Q10. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Das ist das gute Stück. Müssen wir da weg. Ja, und riechen? Tut es wirklich nach Kamille. Also, es riecht echt gut. Bin ich mit zufrieden. Preis, keine Ahnung. Nagelt mich nicht fest, das weiß ich nicht. Ja, dann habe ich mir wieder nachgekauft meine Meridol Mondspülung. Die muss ich nicht mehr großartig vorstellen, die kennt jeder. Ja, mit der bin ich wirklich super zufrieden. Also muss ich nicht mehr anpreisen, die kennt jeder, der mich schon länger guckt. Und dann, ich hatte ja von BB Cremes gehabt und da hatte ich ganz normal, also von BB More, und damit war ich ja absolut zufrieden. Und dann hatte ich von BB Young Care eine Pflege. Hallo Hund, willst du auch YouTube Hallo sagen? Übrigens, das ist die Sally, unser neuer Familienzuwachs. Die wollte auch mal kurz Hallo sagen. Ne Sally Mausi, mach mal wuff. Nicht? Willst du vielleicht Gesichtscreme haben? Sie guckt mich gerade so an, als sollte sagen, die hat voll den Schaden. Okay, ja, hallo, jetzt zeigst du mal dein schönes Gesicht. Und tschüss. So, machen wir weiter, genau. Es ging darum, genau, ich hatte Cremes. Und dann hatte ich ja, genau, die von BB Young Care. Aber die finde ich jetzt persönlich nicht mehr so angebracht für meine Haut. Deswegen steige ich jetzt um auf. Genau, auf BB More. Und da habe ich jetzt, so toll wie ich bin, eine Nachtpflege gefunden sogar. Ja, die ist für nachts. Und die heißt BB More Bedtime Beauty reichhaltige Nachtcreme. Weiter steht aber nichts drauf. Sieht aus wie die ganz... Fokussiert auf, Mensch. Sieht aus wie die ganz normalen BB-Cremes von BB More. Und ich finde... Ich habe den Eindruck, dass diese viel besser gemacht sind. Also von der Aufmachung finde ich die viel besser. Also echt schön gemacht. Und ich habe die jetzt einmal schon benutzt. Riechen tut die echt lecker. Und ja, also wie BB halt riecht, ne? Und ich finde, wo ich die aufgemacht habe, es hatte ein bisschen was von Spachtelmasse. Weil es ist so ein zäh, flüssiges etwas, ja, ne? So sieht die aus. Und man sollte etwas sparsamer damit umgehen, nicht so wie ich gestern. Klatsch, klatsch. Dann glänzt man erstens wie eine Speckschwarte und ja, man fühlt sich dann auch so. Aber ansonsten, ich werde sie jetzt weiter benutzen und dann werde ich euch sagen, ob ich die vertrage. Aber ich denke schon, weil ich habe sie schon gut vertragen. Aber ob ich sie mir nochmal kaufen würde oder nicht, dazu kann ich jetzt noch kein Fazit abgeben. Momentan bin ich ganz zufrieden damit. Weiß allerdings nicht, wo der Unterschied zwischen einer Tags- und einer Nachtcreme sein soll. Außer, dass diese jetzt, glaube ich, reichhaltiger ist. Und irgendwie mehr klebt. Warum? Meine Kamera spinnt heute, Leute. Ich weiß ab gleich. Hallo. Juhu. Ah, ihr seht mich wieder. Okay. Sollte ich mir eine andere Kamera zulegen.
Das dazu übrigens, die hat 4 Euro oder sowas. Irgendwie sowas in dem Dreh. Dann inspiriert von der lieben Nadel von Nadels bunte Welt. Ich grüße dich hiermit. Die hat nämlich, ich weiß nicht wann, Gesichtsmasken vorgestellt und ich habe mir gedacht, hey, davon könntest du auch mal wieder was gebrauchen. Und ich hatte eigentlich am Anfang, wo ich da so stand, nur nach einer Maske geguckt. Und zwar, genau, die hat nämlich die Nadel vorgestellt. Das ist die Cleopatra Maske Beauty Deluxe für glatte und samtweiche Haut. Von, oh Gott, wie heißt denn das? Schaebens? Irgendwie so. Auf jeden Fall, ja, im Müller. Die ist mit Stutenmilch, Mandelöl und Gelee Royal. Für glatte und samtweiche Haut, pflegt und verwöhnt mit feinem Honig-Vanilleduft, schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Ich glaube, ich muss jetzt nicht diesen ganzen urig langen Text vorlesen. Das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr euch die kauft. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt Leute, die schwören darauf. Und kostet im Dreh um die 89 Cent oder so. Es gibt auch welche für 55 Cent, aber da weiß ich jetzt nicht mehr genau, welche das waren. Und dann habe ich schon mal eine ausprobiert, und zwar Magische Momente Body and Soul Wellness. Ich glaube, das waren die für 55 Cent. Feuchtigkeitsmaske, Passionblume und Marulaöl. Riecht ganz gut. Aber ja, doch, man kann schon sagen, dass es ein bisschen besser ist hinterher. Wer trockene Haut hat, eigentlich ist es Quatsch, dass ich mir die gekauft habe, weil ich habe im Gesicht keine trockene Haut. Aber naja, was man hat. Und dann habe ich noch eine Maske, auch von Body and Soul Wellness. Zarte Verführung, Verwöhnungsmaske, Orchideen Paranus. Gegen was Design so steht jetzt nicht wirklich da. Ich glaube, das ist so eine Entspannungsmaske. Aber die Aufmachung ist cool, die Verpackung ist cool. Ich glaube, deswegen habe ich sie mitgenommen. Weil es halt einfach schön aussieht. Dann habe ich noch eine. Auch von Body and Soul. Lebensfreude Wellness. Feuchtigkeitsmaske Granatapfel Cranberry. Ist schon wieder eine Feuchtigkeitsmaske. Oh. Naja. Oh je. Schlimm, wenn Babys zahnen. Dann fangen sie immer an zu weinen. Aber ich glaube, mein Freund geht gleich nochmal runter, damit ich hier mein Video machen kann. Eine Erdbeer-Peeling-Maske. Da bin ich echt mal gespannt, wie die wirkt, weil von Peeling-Masken halte ich eigentlich persönlich nicht so viel, weil irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe oder es wirkt bei mir irgendwie, ja. Naja. Erdbeer-Peeling-Maske mit hautfreundlichem Peeling. Entschuldigung. Erdbeer, frisches Zellen und Kiwi-Extrakt. Hört sich auf jeden Fall schon mal lecker an. Mal sehen, ob es auch so riecht. Dann haben wir noch eine Body and Soul Wellness Kuschelzeit. Entspannungsmaske mit Vanille und Mandelöl. Das ist einfach nur so eine hier. So, und dann haben wir noch die letzte, auch von Body and Soul Wellness, exotisches Vergnügen, Erfrischungsmaske, Mangoduft und, oh Gott, Guyubeere oder so, Guyubeere, sowas hier. Genau. Dann habe ich noch ein Body Spray gefunden, was ich ganz toll finde, von Tree Color Moon. Da bin ich ja totale Fan von. Da habe ich ja, ja Duschgele und Body Lotion und sowas. Jetzt habe ich hier so ein tolles Körperspray gefunden. Und das ist Sweet Blueberry Memories.
Und das riecht wirklich nach Blaubeeren und so. Das riecht echt gut. Ja, das ist nicht schlecht. Aber was ich noch cooler finde, das habe ich auch gefunden, ist das von Frutini. My Craziness is Mango Body Spray. Und das riecht echt total. Ach, oh, das riecht fruchtig, mangomäßig. Einfach nur lecker zu reinbeißen. Und weil es so schön ist, auch gleich das Duschgel dazu. Und das riecht genauso toll. Ja, das riecht. Ja, das riecht auch so nach Mango und Frühling, Sommer, Eis. Und weil mein Deodorant alle war, habe ich mir jetzt mal das von 8x4 geholt. Wildflower, Mandarin, Jasmin und Orange. Und das riecht ähnlich wie das hier. Ähnlich. Und das ist auch ganz cool. Auch richtig fruchtig, blumig, etwas blumig, doch. Ja, ganz cool. Jo, ich glaube, dann wären wir auch schon durch und das Video war auch ein bisschen durch, aber ihr kennt mich. Und wenn euch das aber trotzdem gefallen hat und ihr noch mehrere bekloppte Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich, dass ich damit weitermachen kann. Und wenn ihr auch immer up-to-date sein wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Hier oder da wahrscheinlich. Das ist kostenlos. Und ihr könnt mir auch noch folgen auf Instagram, Twitter und Facebook. Twitter ist jetzt mehr oder weniger neues. Und ja, ich freue mich auf euch. Und ihr könnt mir auch noch Videovorschläge schicken, weil ich momentan ein schöpferisches Daumen habe. Und ja. Ich bin für Fragen und Gesundheit und Kritik offen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!